Hallo, mein Name ist Anke Lopez von der Gesangsschule Free Your Voice. Und ich bin Jake Foot, ebenfalls Free Your Voice aus Schwäbisch Hall. Unsere Intention ist heute, uns kurz mal über den Begriff Talent zu unterhalten. Und zwar sind wir der Meinung, dass es hier Aufklärungsbedarf gibt, weil viele allein schon aufgrund dieses mystischen Wortes anfangen, sich Gedanken über ihre musikalische Zukunft oder ihre sängerische Zukunft zu machen. Schlussendlich wird der Begriff aber ja nur überbewertet. Denn wenn man sich vorstellt, man lernt Klavier oder man lernt Gitarre, fragt einen auch keiner, ist man talentiert oder nicht, sondern man geht hin und sagt, ich möchte gerne Klavier lernen und dann sagt einem der Lehrer, wie das geht, mit Übungen. Nur beim Singen ist das einzige Instrument, wo man davon ausgeht, man braucht ein Grundtalent, um das zu erlernen und damit wollen wir heute mal aufräumen. Zu unserer eigenen Geschichte. Mir wurde als Kind bescheinigt, ich kann nicht singen, meine Eltern, mein Freund. Wurde mir gesagt, lass es lieber, es klingt scheußlich. Es hat mir aber wahnsinnig Spaß gemacht und ich habe mir dann gedacht, das kann es nicht sein, etwas, was so viel Spaß macht, was so aus der Seele kommt, das kann nicht sein, dass das so scheußlich klingt. Und ich habe dann irgendwann mal meinen Weg gefunden, habe es gelernt, bin heute als Sängerin auf den Bühnen unterwegs und unterrichte Gesang und bin so froh, dass ich mich damals nicht dauerhaft davon abhalten habe lassen. Und meistens ist es auch so, dass das Urteil über euer Talent oder auch Nicht-Talent von Leuten gefällt wird, die selbst keine musikalische Qualifikation haben, beziehungsweise im Gesang nicht genau wissen, worum es da geht. Das sind dann meist Menschen aus dem näheren Umfeld, vielleicht auch die Nachbarn, sind einem nicht immer wohlgesonnen, vielleicht genervt. Und darauf dann eine potenziell musikalische Zukunft zu bauen, ob das jetzt eine Karriere ist oder ob er privat singt, ist dabei völlig egal, ist nicht besonders fair. Denn schlussendlich, wie hört sich das an? Durch die Wohnzimmerwand oder wenn ihr im Auto leise mitsingt? Es ist voller Hemmungen oder ihr brüllt einfach mit der Musik mit. Sich daraus ein Urteil zu bilden über eure Stimme und ob ihr singen könnt oder nicht, ist faktisch gar nicht möglich. Ich kann mich sehr gut erinnern, als ich mit 18 zu Hause ausgezogen bin und in meiner kleinen Kellerwohnung für mich selber Songs geschrieben habe, aus vollem Herzen gesungen und irgendwann lief der Vermieter vorbei, der eben seine Waschküche angrenzend hatte und meinte dann im breitesten Schwäbisch, brauchst nicht so schreie, Jakes, tu doch niemand was. Heute zahlt er Eintritt bei meinen Konzerten und empfiehlt auch Leute an mich weiter, wenn sie nach Gesangsunterricht fragen. Und das beweist doch auch deutlich, dass auch wenn man von einem Background kommt, der nicht musikalisch ist und der einem nicht den entsprechenden Support oder die Vorlage gibt, trotzdem wohin kommen kann, wo man Spaß an seinem Instrument hat und nicht einfach nur um der Bestätigung willen anderer Leute. Und schließlich muss man wirklich sagen, das Instrument Stimme kann man wirklich lernen. Es besteht einfach aus verschiedenen Komponenten, die erlernbar sind. Was spielt da alles rein? Der Kehlkopf, die Stimmbänder, die Körperhaltung, die Atmung. Letztendlich geht es darum, dass das, was beim Singen stattfindet, auch eine Abfolge von muskulären Mechanismen ist, die eben im Kehlkopf stattfinden, im Körper. Und solche Dinge sind wie auch im Sport einfach erlernbar. Was bezeichnen wir eigentlich als talentiert? Das sind meistens dann Menschen, die im Idealfall im jungen Alter sich an ein Instrument setzen oder eben singen und das Ganze ohne Anweisung, ohne Hilfestellung eines Lehrers sofort auf die Reihe bekommen. Und das gibt es, darüber sind wir uns im Klaren, aber wir sollten uns auch vor Augen halten, dass das die Minderheit auf dieser Welt ist, genauso wie die Minderheit, die überhaupt nicht in der Lage sind, Musik zu machen, weil sie kein musikalisches Gehör besitzen. Man muss aber sagen, dass das Fundament bei allen gleich ist, ob es jetzt ein Star ist oder ob es ein Anfänger ist. Die körperlichen Voraussetzungen, die Voraussetzungen zum Singen sind bei jedem gleich. Das heißt, gute Nachricht für euch alle, wenn ihr zweifelt, habe ich Talent oder habe ich nicht. Es ist keine Frage des Talents, es ist erlernbar. Aber geht los und singt, singt aus eurer Seele. Ja, seid euch darüber im Klaren, dass es beim Singen nicht um Perfektion geht, sondern um die Intention, die ihr beim Singen habt. Wir sind der Meinung, dass die Stimme das Instrument ist, das der Seele am nächsten steht. Und dass es dadurch am ehesten möglich ist, Leute zu berühren, Menschen, die auf dein Konzert kommen oder die einfach nur da sind, wenn du singst, zu berühren und in einer anderen Verfassung zu entlassen, als sie gekommen sind. Und das ist Sinn einer Kunstform, Leute zu erreichen. Ich würde da gerne mal den Vergleich ziehen zum Fußball. Ich meine, jeder von euch ist mit Sicherheit in irgendeinem Verein, spielt Tennis, Fußball, wie gesagt, was auch immer. Und ihr hört nicht einfach auf, nur weil ihr nicht in der ersten Bundesliga seid. Vor allem fangt ihr nicht in der ersten Bundesliga an. Richtig. Ihr fangt erstmal an, mit dem Ball zu kicken und dann macht es euch Spaß und dann stellt ihr fest, okay, ich will das gern lernen und dann geht ihr zum guten Trainer, der zeigt euch, wie das geht. Genauso ist es beim Singen. Das heißt, wenn ihr Spaß am Singen habt, geht los, sucht euch einen Chor, sucht euch einen Gesangslehrer. Wenn keiner in eurer Nähe ist, ihr könnt auch per Skype
Unterricht nehmen. Vielleicht gibt es auch mal einen Workshop bei euch in der Nähe, wo ihr mit dem Thema Singen und Gesang einfach schon mal ein bisschen reinschnuppern könnt. Aber wenn ihr gerne singt, dann tut's. Unser Leben hat's bereichert, unser Leben hat's verändert. Und ich wünsche mir, vielleicht kann es dein Leben ja auch bereichern. Word.